und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir mal wieder am Fluss, aber relativ spontan. Und mit was angeln wir denn heute? Wir angeln heute wie im letzten Video auch mit Wurm und Mais. Die Maden haben wir auch mit, falls wir mal die Stippe rausholen. Und ja, wie ihr vielleicht seht, ist es heute relativ stürmisch. Konnten aber schon zwei Fische fangen, die in Ordnung gewährt sind. Seht ihr jetzt gleich. So, da haben wir das erste Plötzchen beim Jonas, der ist auch schon die ganze Zeit an der Rute. So, ich sah, die hat 23. Wie groß ist er? 23, ja. Was ein Zufall, der Schätzboss. Die kommt wieder rein, geht gut los, hoffentlich geht's so weiter. Ja Leute, jetzt ging der ersehnte Karpfen. Ich denke mal, der wird so 2,5 Kilo haben. Auf jeden Fall geiles Teil. Können wir mal messen. Hat absolut Spaß gemacht, der Drill. Oh, jetzt beißt der nächste. Und geiles Tier auf jeden Fall. Wir messen immer. Wie viel wir da haben? Ja, 50, wie ich gesagt habe. Ja, 50. 48. Fast 50, ja. Jonas hat den ersten noch, der Winkelpicker. Dann haben wir mal einen Kescher aufgebaut. Ich habe gerade erst meine erste Rute rausgehauen. Da ging der Bissanzeiger, der Ratsche. Und ein ganz kleiner. Ein ganz kleiner Karpfen. Ich glaube, ich habe noch nie so einen kleinen Karpfen gesehen. Aber trotzdem, Petri, Jonas. Danke. Gott sei Dank, geht's jetzt schon los. Hat ja 5 Minuten gelegen, die Rute. Schön hier vorne in der Lippe gehakt. Kleiner, schöner. Zeig ihn nochmal hoch. Den kleinen. Cool. So kann es weitergehen. Also das ist jetzt, also Petri, Jonas, aber. Danke. Also das ist verdammt mini. Aber was für Riesenköpfe, die schon als in dem kleinen Alter schon haben. Geil. Cool. Geil, geil. So, Colin, der hat so einen großen drauf, der zieht uns gerade ins Kraut rein. Nee, den können wir sorry. Vergessen. Den können wir vergessen, Jonas. Also den können wir echt vergessen, den müssen wir abrufen. Weil das kriegt man nicht. Der ist schon gefühlt drüben am Rand. Ach du Scheiße. Also wenn das Kiescher ist. Der ist jetzt dort drüben. Ja, ja, ich sehe. Da ganz hinten. Ja. Da hinten ist er schon. Im Kraut. Und es ist alles jetzt um das eine Dingsbund. Also ich kann ihn nicht stoppen. Der hat mir jetzt schon 20 Meter von der Rolle gejagt. Ich weiß nicht, wie ich den rauskriegen soll. Ich kann den bloß jetzt versuchen hier. Da hinten bei der Ente ist er jetzt. Nee, oder? Doch. Gefühlt. Jungs, wir sehen uns gleich. Ja, das ist uns leider ausgeschlitzt. Aber da konnten wir auch nichts machen wieder. Der ist ja durch einen halben Deich gezogen. Es war bestimmt ein 5-6er oder so, wir da gehabt haben. Also da war nicht zu bremsen, meine Rolle hat gefühlt 65 km/h drauf gehabt. Und ja, was gut war, ich habe alles wiederbekommen. Ist nichts abgerissen, selbst der Haken nicht. Den hat zwar leicht aufgebogen, ja, wie man sehen kann. Aber ja, Gott sei Dank muss der Karpfen da jetzt nicht den Haken noch mit sich rumschleppen. Und ja, hoffentlich geht noch was. Wir sind optimistisch und jo, da beißt schon wieder. So Leute, jetzt ist mal kurz vor 9:45 der erste ordentliche Fisch eingestiegen. Wir angeln schon fast seit 10 Stunden. Das ist unnormal. Nur solche kleinen Karpfen. Ja, solche Mini-Fischer. Wir können jetzt mal oder jetzt gleich mal ein Bild reinschneiden zum Vergleich. Ach, das ist jetzt ein Triumph. Ja. Dass wir mal wenigstens noch ein halbwegs guter eingestiegen ist. Aber auch die kommt sofort zurück. Genau. Ist schon bitte zu klein. Jetzt hat es bei mir auch nochmal geklappt mit der Schleie. Auch wieder die Größe. Vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen größer. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Hängt wieder perfekt im Mundwinkel. Hat auch wieder gebissen wie großer. Hat man am Anfang gar nicht gemerkt, dass die dran war. Oh, die ist so warm. Das Wasser ist aber sau warm. Die will nicht abgemacht werden. Der
gefällt das nicht, Spaß. Die wird so sein wie die vorherige. Ja, die wird ungefähr die Größe sein.